Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich will hier mal auf die Rasche so um die 5000 Dollar machen und mache dafür für euch hier so einen kleinen Guide, damit ihr das alles mit ihm mal abholen könnt. Ihr werdet in der Videobeschreibung auch einen Link finden, da werde ich euch eine Karte zum Download anbieten, die ist gratis, also einfach nur aufgehen, dann könnt ihr sie von einem Firehoster oder was weiß ich, wo ich sie aufmachen werde, runterladen, wo die einzelnen Sachen versteckt sind. Wir fangen jetzt erst an mit 500 Dollar, dann holen wir uns 1000, dann 1500 und dann 2000 Dollar. Und dafür müssen wir jetzt als erstes auf der Karte hier in Limby, da müssen wir hin. Und da reiten wir jetzt erstmal hin. Bis dahin mache ich jetzt erstmal einen Cut. So, und da sind wir auch schon beim Sheriffbüro, was abgebrannt ist. Ich mache euch nochmal die Karte an, damit ihr genau sehen könnt, wo ich jetzt gerade bin. Hier ist die Stadt, das ist das Sheriffsgebäude und hier oben ist praktisch euer Lager. Also wirklich nicht weit. Und da kommt da dann sehr schnell schon mal und sehr früh im Spiel an ordentlich Geld. Und zwar ist hier hinten so eine Kassette. Die untersuchen wir jetzt einfach mal. Und da ist ein Goldbarren drin. So. Hier ist es abgebrannt, da vorne ist der Weg und praktisch da oben ist euer Camp. Und da ist der Goldbarren. Den könnt ihr dann beim Hehler loswerden oder im Camp. Mit dem Hehler zeige ich euch am Ende, wo der ist. Und wir sind ja noch im Camp. Also da oben im Sheriff-Revier, das seht ihr ja, das haben wir ja gerade hier die 500 Dollar geholt. Und damit es nicht weit weg ist, flitzen wir gleich mal hier unten hin, um uns einen von vier Teilen für die 1000 Dollar zu holen. So, hier an der Stelle. Falscher Knopf wieder gedrückt, passiert mir ständig. So, hier an der Stelle, hier oben auf dem Berg. Oder da, oder hier auf der Seite, hier ein Stück weiter vorne, taucht bei euch unbekannte Personen auf. Die habe ich im Storyverlauf hier mal zwischendurch getroffen. Deswegen ist die bei mir jetzt hier nicht mehr anfindbar. Und wenn ihr dann, ach Quatsch, wenn ihr dann auf eure Tasche geht und mit dem ihr quatscht habt, dann habt ihr hier, da, irgendwo die Karte Jack Hill Bande, Schatzkarte. So, Schatzkarten soll jetzt weh hier. So, das ist Jack Hill Bande 1. Da müssen wir jetzt als nächstes hin. Dann mache ich mal einen Cut und wir sehen uns gleich. So, wir sind jetzt da. Hier haben wir uns das markiert. Hier müssen wir wirklich hin. Aber ich habe das mit Absicht gemacht, damit ihr sehen könnt, wie wir da hinkommen. Na komm, reite doch mal fertig. Ja. Hier hoch müssen wir. Und dann sind wir hier an diesem Berg. Hier steigen wir einfach mal ab. Müssen wir hier hoch. Da springen. Ach, scheiße. Ja, toll. Ach, fuck. Falsche Taste gedrückt. Kommen wir nicht hin. Mist.
So, mit dem zweiten Anlauf habe ich es dann hoch geschafft. Da ist der Berg. Hier müssen wir durchsuchen. Und dann haben wir auch die nächste Karte. Aber wir sehen uns gleich wieder, wenn ich hier erstmal heil runtergekommen bin. Bin heil runtergekommen. Jetzt haben wir hier Schatzkarten. Bande 2. So. Hier sollen wir halt als nächstes hin. Ich habe den Ort auch schon markiert, so in etwa. Und zwar müssen wir dafür hier hoch. Und zwar in etwa hier oben hin. Ganz genau habe ich es noch nicht markiert. Das machen wir gleich, dann zeige ich euch. Aber jetzt erstmal nochmal einen Cut, weil wir müssen weiter reiten. Jetzt sind wir auch schon da. Ich mache euch nochmal die Karte auf, damit ihr das sehen könnt. Hier bin ich. Also so ein Stück unter dem O. Ich zoome nochmal komplett raus, dass ihr das sehen könnt, wo in etwa. Also hier ist das Camp. Hier oben. Und dann steigt er ab. Dann ist hier irgendwo ein See, da ist der See, da. Der Felsblock hier, da müsst ihr einmal rumlaufen. Hier habt ihr dann, wo ist er? Da war er eben durchsuchen. Und da haben wir auch schon den nächsten Teil der Schatzkarte. Da gehen wir jetzt da mal rauf. 3. Im Wasser, an einem Baum, und dort bewegen wir uns gleich hin. Dann zoome ich euch da auch gleich wieder ran. Oder ich zeige euch am besten jetzt gleich schon mal, wo wir uns denn hinbewegen werden. Da ist hier so ein See und dann in etwa da. Dort werden wir uns jetzt hinbewegen. Ich werde natürlich alleine reiten, sonst wird das Video zu lang. Da sind wir auch schon. An dem See, da seht ihr auch den Baum schon. Ich habe mir das ein bisschen falsch markiert. Ich zeige euch das noch gleich nochmal, wo es richtig ist. Ich hatte das ja hier oben markiert. Es ist aber hier bei dieser Landzunge. Hier zu dem Baum wollen wir hin. Und hier unten bin ich. Ich zoome nochmal komplett raus, damit ihr das so in etwa seht. Also hier hinten, da unten ist das Camp. Hier oben. Da sind wir jetzt. Dann gehen wir hier rüber. Müssen gleich auch ein bisschen schwimmen. Dann war es hier. Da gleich untersuchen. Und wir haben 2 Goldbarren und ein Goldbarren ist $500 wert. So, wir haben auch $10 gekriegt. So. Jetzt gucken wir uns das einfach mal an. Hier sind unsere Wertsachen. Mittlerweile haben wir 3 Goldbarren, also 1500. Einmal die 500, die wir uns am Anfang geholt haben. Und zweimal haben wir jetzt gekriegt durch dieses. Und jetzt holen wir uns auch gleich noch 1500 und 2000. So, da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Das ist jetzt aber ja nichts, was da jetzt irgendwie
schatzkartenmäßig oder so. Das ist jetzt ein Rätsel. Und zwar sind wir hier. Hier ist die Bahnschiene. Das ist eigentlich relativ gut zu finden. Hier unten ist das Lager, also eigentlich fast gerade hoch über dem Lager. Hier an der Bahnschiene. Hier gehen sie über den, an dem Wasserfall vorbei. Den seht ihr da. Und dann gehen wir hier lang. Also ich werde jetzt hier auch spoilern für die Leute, die das dann nicht wissen wollen, wie die gelöst wird, sondern selber rausfinden wollen. So, hier haben wir nämlich eine Malerei. Die malen wir uns erstmal ab. Untersuchen. So. Jetzt haben wir das. Jetzt gucken wir uns die Malerei hier nochmal genauer an. So. Also für die Leute, ich mache jetzt mal einen kurzen Screenshot. Oder ein bisschen Stück noch ein bisschen hier von so. So. So sieht man es vielleicht ein bisschen besser. So. Oder? So, nehmen wir mal so. So sieht man es dann eigentlich ganz gut, da verdecke ich nichts. So, hier mache ich mal einen Screenshot von. Für die Leute, die sich jetzt nicht spoilern wollen und das Ergebnis nicht wissen wollen, was ich jetzt gleich sagen werde, die machen jetzt bitte einen Cut. Im Video wird gleich stehen, bis wohin sie springen müssen, bis zu welcher Minute. Jetzt. So, für die, die wissen wollen, jeder von diesen Vögeln, die ihr da seht, die Adler, hat eine bestimmte Anzahl an Schwingen. So. So, da könnt ihr das sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das könnte eine 8 sein, da sind 4, ja, deswegen der Screenshot, ich werde euch jetzt hier ringsherum Zahlen einblenden. Entweder mache ich es mit einem Bild oder halt jetzt im Video. Das weiß ich noch nicht genau, wie ich es in der Bearbeitung genau machen werde. Und so müsst ihr das dann ausrichten. Und danach müsst ihr zu einem neuen Ort. Und wir werden jetzt... bei El Merino war das. Genau, El Merino. Und dann hier ist dieses, genau. Erstmal bewegen wir uns hierher. Und dann werdet da weiter sehen, wie es weitergeht. Jetzt mache ich hier erstmal wieder einen Cut, weil ist mal wieder ja, ein ordentliches Stück zu reiten. Da sind wir auch schon. Ich markiere euch das nochmal auf der Karte, damit ihr das sehen könnt. Also hier so etwa bei dem I. Ich habe mir die Wellenlinie hier jetzt so in etwa anmarkiert, dass das ein Stück davor ist. Ich zeige euch lieber noch mal was länger, damit ihr das seht. Ich werde auch noch Bilder zum Download für euch bereitstellen, wo die ganze Landkarte drauf ist mit den ganzen Zahlen. Also 1 bis 4 für die einzelnen Schätze und 1 bis 2 hier für die Sachen, damit ihr das besser finden könnt. So. So etwa die Mitte vom I habe ich eigentlich, wenn man so runter geht vom I. So. Dann, hier seht ihr, da ist der Weg. Da unten ist die Brücke von der Bahn, die könnt ihr gut sehen. Und jetzt müssen wir hier ein Stück hochrennen. So.
So. Und hier ist der Felsen, da sind wir gerade vorbei gerannt. Und hier müssen wir hoch. Hier war das irgendwo. Ach, da. Ist hinter so ein bisschen versteckt. So, dann geht er hier rein. Machen wir mal sicherheitshalber die Lampe an. Also so dunkel ist es zwar jetzt nicht, aber... Dann mach doch mal an die Lampe. So, und da kommen jetzt hier so Statuen. Und die können wir jetzt hier untersuchen. Die in der Mitte, und dann macht er dann auch wieder eine Skizze. So. Können wir wegpacken. Und die haben hier so Knöpfe, seht ihr das? So Holzsplinte, die kann man drücken. Wenn ihr da euch verdrückt, könnt ihr auf der anderen Seite, hier kommt es dann raus, könnt ihr dann wieder gegendrücken. Ich nehme euch mal den hier als Beispiel. So, da seht ihr, der Daumen ist nicht dran, aber drei Finger. Und der hat hier auch drei, und in der anderen Hand, das sieht man hier wirklich sehr, sehr schlecht. So, da hat er auch ein paar Finger. So. Und hier müsst ihr jetzt was drücken. Ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt hier erstmal... Für die Leute eine Benachrichtigung, dass ihr, wenn ihr das Rätsel selber machen wollt, hier am besten jetzt überspringt. Im Video steht dann halt jetzt ein Text, bis wohin ihr überspringen müsst. So, für die Leute, die nicht übersprungen haben, die Finger, die ich euch eben auch gezeigt habe, die sind wichtig. Das sind die Finger, die ihr wie die Adlerfedern, und die müsst ihr jetzt hier der Reihenfolge entsprechend drücken. Ich gehe mal hin, ich muss mal hier irgendwie gucken, dass ich hier irgendwie ein besseres Bild hinkriege. So, ich suche gerade noch was, und zwar die eine Figur hat ja keinen Arm, der muss ja hier irgendwo liegen. So wurde mir das gesagt, dass der irgendwo liegt. Da. Da seht ihr. Das kann man jetzt schlecht sehen, aber die Figur hat drei Finger. Also der Arm hat drei Finger. Es ist gerade dunkel wie ein Bärenarsch hier drin. Von daher ist es echt schlecht, euch so zu zeigen, würde ich sagen. Ich suche mir mal eine gute Position, wo man das jetzt halt am besten sehen kann. Ich habe mir mal eine bessere Position ausgesucht, weil es hier ein bisschen dunkel ist. Geradezu die Figur in der Mitte, da stehe ich genau am Rücken. Und da seht ihr drei Figuren, da drei Figuren und eine geradezu. Seht ihr das? Das ist echt ein bisschen doof zu erkennen. Hier drei, da seht ihr drei und eine geradezu. Und da stehe ich jetzt hier auf diesem kleinen Podest, also auf diesem kleinen Stein. Für die Leute, die sich jetzt nicht spoilern lassen wollen, jetzt bitte wegschalten zu dieser Zeit, was ich im Video einblenden werde. Für die Leute, die jetzt noch dabei sind, da mache ich jetzt erstmal nochmal einen Screenshot. Nicht wundern, so. Den werde ich mir nämlich dann gleich auf den PC übertragen und noch ein Bild dafür machen. Nicht nur für die Adlerfedern, auch hierfür werde ich ein Bild machen. Das werde ich euch auch zum Download bereitstellen, beziehungsweise zum Angucken. Gibt ja noch zwei Hoster, ist alles gratis denn. So, im Video werde ich jetzt die Zahlen einblenden, wo welcher Statue steht. Oder ich werde jetzt den Screenshot einblenden. Eins von beiden, das weiß ich noch nicht, wie ich es machen werde, in der Bearbeitung.
Ich habe mal schnell schon das Bild bearbeitet, also den Screenshot auf dem PC gemacht. Wie gesagt, Link werdet ihr in der Videobeschreibung finden. Da muss ich mal mein eigenes Bild mal hier aufmachen, dass ich mir das angucken kann. Wie gesagt, die Figur steht mit dem Rücken zu mir. Die Leute, die jetzt mit bei sind, ja, wie gehen wir jetzt vor? Wir brauchen die Primzahlen. Also alle Zahlen, die durch sich selbst teilbar sind. Warte mal, ich habe mir das hier alles. So, mein Bild muss ich erstmal aufmachen, damit ich weiß, wo welcher ist, dass ich nicht ständig die Finger ankicken muss. Und in unserem Fall ist es die 3, die 5 und die 7. Also einmal geradezu, der links daneben und der, ja, der direkt bei mir. Fehlt die 2 noch. Die 2 ist doch auch eine Primzahl. Ach, das ist die falsche, das ist die 3. Moment. Das ist hier echt doof zu erkennen teilweise. Die 2 war der hier, glaube ich. Ja, der ist die 2. Jetzt wartet ihr euch. Halt. Also Primzahlen, nicht nur 3, 5, 7, wie ich eben gesagt habe. Ich habe die 2 vollkommen vergessen, die ist auch durch sich selber teilbar. So, die 2, die 3, die 5 und die 7 müsst ihr anklicken und dann kommt ihr hier ran. Ja. Und schon haben wir jetzt wieder mehr Goldbahn. Wir haben jetzt insgesamt 4 Goldbahn. Das sind pro Goldbahn 500 Dollar. Also haben wir jetzt insgesamt 2000 Dollar gemacht. Nachtrag. Ich habe vergessen, noch einen Goldbahn da rauszunehmen. So. Ich habe nur einen rausgenommen. So, nochmal. Oder gar. Und jetzt. Wenn wir jetzt auf die Tasche gehen. Das kann ja mal passieren. Haben wir 6 Goldbahnen. Ja, das sind schon mal locker 3000. Und wir holen uns jetzt noch 2000. Und wir kommen jetzt zum nächsten, wo wir uns jetzt nochmal 2000 Dollar holen. Ich habe es auf der Karte schon markiert. Und zwar müssen wir hier zum Crystal Crane Lake. Und zwar da unten. Da müssen wir hin. Und dann würde ich jetzt hier auch wieder erstmal alleine hinreiten. Das dauert wieder ein Stück weit. Da sind wir auch schon. Mir hat ja irgendein Typ angequatscht. Und da sollen wir hin. Ich werde erstmal die Waffen ziehen. Ist keiner da. Aber normalerweise ist da einer, soweit ich weiß. Und da unten ist das, was wir haben wollen. Eine Karte und ein Goldbahn war das, glaube ich. So, was haben wir noch? Das war's. Wir gucken mal, was wir hier noch klauen können. Wenn wir schon dabei sind. Und dann werden wir uns zum nächsten Gebiet aufmachen. Ich werde aber vorher hier noch mit dem Typen schnell diesen Tacker suchen. Vielleicht gibt es ja auch noch ein bisschen Belohnung. Und zwar haben wir jetzt mit dem den Tacker gesucht. Der war ein Stück weiter hier oben, hier irgendwo drinne, auf dem Felsen festgefroren mit L3 und R3 ist das leicht zu finden, dann kann man die Spuren verfolgen und dann gibt es so ein bisschen Karma-Punkte. Ich habe auch schon das nächste markiert, das ist ziemlich weit hier runter, seht ihr das? Also ich muss hier einmal komplett durch. So. Zwischen E und M, also bei mir ist hier auch noch nicht alles aufgedeckt, wie ihr seht. Ich hoffe, jetzt kommen nicht wieder Banditen und knallen mir ab. Aber da würde ich jetzt erstmal hinreiten.
Beziehungsweise ich reite jetzt hier bis zum Weg. Seht ihr das? Ja. Und hier werde ich jetzt einfach die Schnellreise anmachen. Also Schnellreise nicht, also Schnellreise schalten wir nachher noch frei. Das ist der Kinomodus. Und somit brauche ich das jetzt nicht drücken, irgendwas, und der reitet da alleine hin, aber es dauert halt eine Weile. Deswegen hier nochmal ein Cut. Da sind wir auch schon angekommen. Ich zeige euch nochmal die Karte, wo ich mich befinde. Also hier unten, hier ist die Basis, also unser Lager. Hier unten sind wir jetzt. Und dann zwischen E und M, hier auf dem Weg, der sich hier gabelt, da sind wir. Und da reiten wir jetzt hier einfach mal vor. Und hier gleich geradezu den großen fetten Baum, den ihr seht. Der ist wichtig. Daran könnt ihr euch super orientieren. Da geht er dann einfach hier oben lang. So, hier ist er. Und dann gucken wir uns hier um. Wo war denn der? Da unten. Hier unten ist dann nochmal so ein Baum. Und hier müssen wir dann gucken. Hier irgendwo war der. Da können wir jetzt durchsuchen. So, da haben wir jetzt die nächste Schatzkarte. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Schatzkarten. Das war jetzt das hier mit der zweite. So, da haben wir jetzt noch mal so einen Hinweis. Und da werden wir uns jetzt auf den Weg machen. Ich habe das schon mal markiert. So, hier hoch. Da müssen wir jetzt hin. Also so in etwa, zwischen dem V und dem E. Das E könnt ihr da so ein bisschen erkennen. Wir müssen aber noch ein Stück weiter runter. Also eigentlich müssten wir, hier ist das E, hier ist das R, müssten wir so, glaube ich, in etwa hier hin. Ich werde das erstmal markieren und da werden wir jetzt hinreiten. Und wenn ich genau an dem Punkt bin, dann mache ich nochmal logischerweise den nächsten und dann auf der großen Landkarte werdet ihr das dann auch genau sehen. Den Link dazu packe ich euch, wie gesagt, in die Videobeschreibung. Noch ein kleiner Zwischencast. Ich habe hier ein Fort gefunden. Da bin ich gerade vorbeigeritten. Ist auch auf dem Weg, wenn ihr hier lang reitet. Da. Hier vorne ist ein Haus. Und hinter dem, da könnt ihr dann so rennen. Ich gehe noch mal kurz rein, dass ihr das sehen könnt. Da. Und hinter den Fässern oder hinter den Karton, was ihr da gesehen habt, geht es runter. Da könnt ihr ein bisschen was plündern. Und da habe ich den coolen Föderationshut gerade her, den ich gerade jetzt aufhabe. Ich habe es jetzt auch schon erreicht. Ich werde mal schnell hier noch ein Stück vorgehen, damit ihr das so ein bisschen seht. Hier sind so ein bisschen Steinhügel. Ich mache das nochmal auf der Landkarte für euch auf. Hier seht ihr, sind so ein bisschen schwarz markiert und da stehe ich. Ich zoome noch mal raus. So rechts vom Camp halt. Hier ist dann noch eine Stadt, wo ich nicht alle lesen kann. Und da müssen wir jetzt hier erstmal absteigen. Und gucken wir mal, wo das hier ist. Hier ist auch was. Das ist hier die Schlange. Also der Hügel soll hier die Schlange sein. So. Hier muss irgendwo das sein. Jetzt gucken wir einfach mal nach. Wir laufen einfach mal den Hügel lang hier. Der Schlange.
Länge sich lang. Hier auch nochmal. Ach, da haben wir es. Da ist das Auge. So. Also für mich sieht es aus wie ein Auge. Das durchsuchen wir jetzt. Und wir haben noch eine Schatzkarte gefunden. Ach nee, das ist das, was ich im Vorhinein gefunden habe. Und zwar haben wir Karte 3. Das ist an so einem Wasserfall und hinterm Wasserfall soll das wohl sein. Und dafür müssen wir uns jetzt erstmal wieder ein Gebiet markieren. So, das ist hier oben drüber. Wie gesagt, ich kann noch nicht alles sehen. So in etwa hier ist das. Da müssen wir jetzt hin. Ich werde mir aber, und gebe ich euch auch den Tipp, wenn ihr schon mal hier oben seid. Hier habt ihr nämlich einen Hehler. Postkutsche. Ich reite jetzt erstmal. Oder ich habe es ja offen. Müsste ich eigentlich nicht. Ja. Könnt ihr da denn rinreiten, damit die Stadt als markiert zählt, dass ihr da schon mal wart. Und wegen Postkutschen, Schnellreise und so macht sich das dann sehr gut. So, tolle. Da sind wir auch. Ich zeige euch das nochmal genauer an der Landkarte. Ich bin erstmal hierher gegangen und hier müssen wir irgendwo hin. Da soll wohl ein Wasserfall sein. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Ach, da bin ich genau da gelandet, wo der Wasserfall ist. Und zwar hier. Ups. So, muss mal gucken, wo ist er? Da. Da rum in diesen scheiß Baumstamm. So. Jetzt machen wir uns aber erstmal die Latichte an. Jetzt müssen wir gucken. Ist ein bisschen Irrgarten hier. Ah, cool. Mal gucken hier. Irgendwo war das. Wo müssen wir denn da lang? Müssen wir da wieder hoch? Ich bin schon zu weit. Wir müssen nochmal zurück. Die Viecher noch erledigen. Nicht, dass ich keine Ratten mehr treffe hier. Dass mir die fehlen. Für heute. So. Da sind sie, tote Ratten. Aufheben. Ach ne, die kann man nur einsammeln. Wie es wozu eine tote Ratte gut ist. So, hier müssen wir runter. War das hier? Wartet mal, Leute, ich muss mich erstmal orientieren. Ich habe wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Wir waren genau richtig. Wir müssen da runtergehen, wo wir eben waren. Und dann ist hier nämlich noch eine kleine Höhle, wo wir durch müssen.
So. Und hier müssen wir nach links gehen. Hier auch, glaube ich. Ich habe mich verlaufen. Hier gehen wir nach rechts. Oh, hier liegt was, genau. Oh, hier haben wir so eine Kiste. Die nehmen wir natürlich gleich noch mit. Und da haben wir doch was gefunden. Weiter ist hier nichts. Dann können wir hier wieder vorbei. Hier hoch. Und hier geradeaus. Wir sind ganz gut dabei. Wir werden erstmal noch schnell was essen. So, und dann müssen wir jetzt hier runter. Hier müssen wir dann hoch. Und, ach, hier haben wir gleich durchsuchen. Da ist er schon. Vier Goldbarren. Und somit haben wir jetzt 10 Goldbarren. Das macht jetzt 500 pro Stück. Das macht 5000. Also haben wir jetzt schon mal ordentlich Geld verdient. Das wollen wir auch gleich zum Hehler bringen. Das zeige ich euch auch gleich noch. Aber erstmal müssen wir aus der Höhle wieder raus. Ich nehme das mal lieber noch auf, wie wir aus der Höhle rauskommen. Weil da werden bestimmt auch viele dann ein Problem haben. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Und hier oben war da auch ein Gang. Kommen wir hier wieder irgendwo hin? Ach, da sind wir auch schon wieder draußen. Das brauchen wir nur hier hoch. Hier. Da, da. So. Aber ehe sie mich jetzt draußen wieder abknallen. Ich habe immer so das Glück. Sicherheitshalber das eingenommen und. Mal Fleisch. Da Dosen. Hat das auch schon mal ganz gut. Da haben wir uns jetzt ein bisschen genähert. Das heißt, wir können jetzt hier raus. Oh, was sind sie hier? Eine tote Fledermaus. Aufheben. Die nehmen wir natürlich gleich noch mit. Vogel, wer weiß, was das ist. Eine Fledermaus. So. Jetzt haben wir natürlich hier ordentlich Geld, aber der Gemischtwarenhändler nimmt das natürlich nicht an. Also müssen wir jetzt erstmal zu einem Hehler. Und das zeige ich euch auch gleich noch. Wir müssen jetzt zum Hehler und das Geld los, also die Goldbarren loswerden und gegen echtes Geld tauschen. Dafür habt ihr mehrere, also ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Ah, seht ihr? Hier sind schon wieder Banditen unterwegs. Ne, Polizei ist das, der Kopfgeldjäger. Wir können jetzt hier zurück
und zu diesem Hehler gehen. Oder, Moment, ich muss das mal gucken. Hier war das Lager. Hier ist das. Hier haben wir noch einen Hehler. Da können wir auch hingehen. Ich glaube, wir gehen lieber zu dem. Aber der führt uns direkt bei den Kopfgeldjägern vorbei. Das ist jetzt ungünstig. Ich werde mir mal da erstmal einen Weg setzen. Also die Bienenmöglichkeiten haben wir. Wir werden gleich bei ihnen sein. Aber ich muss jetzt hier erstmal den Kopfgeldjägern ausweichen. Nochmal ein Zwischentrag. Meine Frau hat mich gerade darauf hingewiesen, dass man hier sieht, welcher Hehler was annimmt. Der Hehler nimmt jetzt hier Erbstücke und so und seltene Tiere, also auch die legendären. Und der Hehler, dann Waffen, Vorräte und... Ja, aber wir werden trotzdem mal zu dem als erstes reiten und gucken, ob wir da die Goldbarren loswerden. Ich bin jetzt mal zu dem Erstbesten hier geritten, weil ich musste ja an den Kopfgeldjägern vorbei. Und wir sind jetzt da. Hier haben wir noch eine unbekannte Person. Blackjack und so. Und Five Fans. Jetzt werden wir mal zu dem Hehler gehen. Aber der ist noch nicht da. Das macht aber nichts, dass der noch nicht da ist. Wir gehen dann einfach mal hier hin. Ach Mensch. Hier ist seine Tür. Und dann sagen wir einfach bis zum Morgen warten. Dann sind auch die Bullen weg. Dann gucken wir mal, was der Hehler uns alles abnimmt. So, hier haben wir einen. Hey Newton, don't think I've met you before. The banjo on the wall there is not for sale. It's just herstellen. Hier könnt ihr dann nämlich auch Sachen herstellen. Keen on some kind of curio, Ich habe ja einen legendären Bären, aber das ist ja teilweise weg. So, und jetzt sagen wir hier einfach mal verkaufen. Und wir verkaufen ihm jetzt die Goldbarren. Alle zusammen verkaufen sind 5000, wie ihr seht. Wir haben jetzt 5000 verdient. Und zusätzlich verkaufen wir ihm dann einfach nochmal hier die Ringe, den Schmuckbeutel. Bild wollen wir nicht verkaufen, das ist nur ein Dollar, da verkaufen wir dann später alle. Gut. Sonst haben wir nichts, was wir ihm verkaufen können. Und wie gesagt, beim Hehler könnt ihr auch herstellen. Und so schnell haben wir jetzt einfach mal 5000 gemacht, die wir jetzt zum Lager bringen werden, das Lager updaten. Komplett updaten werden oder fast komplett updaten werden und eine Schnellreise. Da werde ich dann auch nochmal ein kurzes separates Video machen, wie wir die Schnellreise freischalten können. Wenn es euch gefallen hat, a Däumchen wäre a Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.